Ausgerechnet CDU und CSU wollen einen Deutschlandpakt gegen die illegale Zuwanderung unterstützen. Ist es Demenz? Ist es Verlogenheit, Schizophrenie oder ist es schlichtweg die Einsicht, dass den verlogenen schwarzen Brüdern die Wähler in Scharen davonlaufen? Waren es doch die CDU und die CSU, die 2015, die wir schaffen das Politik ausriefen, Angela Merkel in ihrem Werk der zügellosen, unkontrollierten, invasiven, gewalttätigen Unterwanderung unterstützten. Klebt doch an den Faschingsfiguren von CDU und CSU das Blut von mir, Maria, von Anne-Marie, von Danny, vom Mädchen aus Illerkirchberg. An den Händen war es doch ausgerechnet die schwarze Urmutter Merkel, die zur Schutzmantelmadonna der Einzelfallglückskinder mutierte und Deutschland in das immerwährende Chaos stürzte. Handelt es sich doch ausgerechnet bei diesen Heuchlern, elenden Heuchlern von CDU und CSU, bei Merz und Söder um die Spitzen jenes Kreises, die ständig nach Facharbeitern schreien und damit Tür und Tor offen lassen und unbegleitete Minderjährige bekommen? Und ist es doch ausgerechnet die CSU, die 97% der negativ beschiedenen Asylbewerber in Bayern nicht abschiebt, in Bamberg Luxushotels für Merkels Stiefkinder errichtet, 3 Drohnen über die gesamte bayerische Grenze fliegen lässt, während Österreich 300 Drohnen im Einsatz hat. Und ist es ausgerechnet Markus Söder, wenn du denkst, es geht nicht blöder, der Angela für ihre Verdienste um die deutsche Unterwanderung und das bayerische Chaos den Verdienstorden des bayerischen Freistaates umhängte? Getrennt marschieren, heißt es nun, und nach der Wahl in Bayern und Hessen gemeinsam weiter abkassieren. Die Asylobergrenze, der Deutschlandpakt, die Scheinkontrollen an den Grenzen, alles Lug und Trug. Denn solange Deutschlands Partei in die Wirtschaftsmigration aller Herren Länder, in die Sozialleistung eines Vollkaskostaates lassen, wird sich nichts ändern, ganz im Gegenteil. Und solange Maulhellen und Wendehälse wie Söder anders agieren, als sie bei Volksfesten reden, wird sich Deutschland ein Stück weiter abschaffen. Das ist die Wahrheit.